Tyboron ist ein kleines Fischerdorf im Norden von Dänemark und der Heimathafen von der Enterprise. Das Fangschiff gehört zur holländischen Ecofish Group. Sie ist die weltweit erste Goldbootfischerei, die mit dem MSC-Label für besonders umweltschonenden Fischfang zertifiziert ist. Gefangen wird der Goldboot in der mittleren Nordsee. Laut der Organisation MSC ist der Bestand dort in einem guten Zustand. Chef an Bord ist der erfahrene Schiffskapitän Jan de Boer. Er ist auch Mitinhaber des Familienbetriebs Ecofish. 2 Meter Wellen und ein bisschen Wind sind für ihn ein Spaziergang. Genauso übrigens wie für seine Mannschaft. 6 gestandene Berufsfischer. Ecofish setzt besonders innovative Grundschleppnetze ein. Sie sind leicht und punkto Wasserdynamik so konzipiert, dass sie mehrheitlich knapp über dem Meeresgrund schweben und so praktisch nichts kaputt machen. Zudem sind sie grossmaschig, sodass kleine Fische nicht durchschlüpfen können. Die tonnenschweren Scherbretter sorgen dafür, dass die Netze unter Wasser offen bleiben. Übrigens, sie schweben über dem Meeresboden. Circa 1/2 Meter. Es wird also nichts umgepflügt und nichts zerstört. 2,5 Stunden später wird es langsam Zeit. Die beiden Netze sind gefüllt und müssen wieder an Bord gezogen werden. Ein Vorgang, der mehrere Minuten dauert und für die Mannschaft nicht ganz ungefährlich ist. Rund 80% vom Fang macht der MSC Goldboot aus. Daneben werden aber auch Dorsch, Seetiefel und andere Fische gefangen. Für die hat Ecofish zwar kein MSC-Zertifikat, aber selbstverständlich eine amtlich bewilligte Fangquote. Die Netze endlich geleert, werden sie wieder fachmännisch verknotet und so für den nächsten Fischzug vorbereitet. Über Förderbänder kommt der Fang schließlich in eine Verarbeitungsräume. Dort wird der Goldboot, die mit der roten Pinkt und die anderen Fische fachgerecht ausgenommen und sortiert. Was nicht gefangen werden darf oder soll, geht zurück ins Meer. Die Rückwurfquote von Ecofish ist dank der nachhaltigen Fangmethode mit knapp 5% sehr klein. Schließlich werden die Fische, die jetzt erst Dorsch und Co., in Richtung Kielräume verfrachtet. Danach folgt der Goldboot. Er läuft über das Band auf den Waage und wird nach Gewichtsklasse sortiert in flache Transportboxen verteilt. Im Kielraum unter Deck wird schließlich alles verstaut. So bleibt der MSC Goldboot euch sicher frisch, wie der Geschäftsführer von Ecofish, der Laue de Boer, erklärt. That's a quality, that is shining and... Der gesamte Fang wird bei rund 0 Grad auf leicht angetautem Eis gelagert. All das für garantiert die beste Qualität. Hier ist es 0 degrees. Ja, maybe 0,5 degrees above. But it's not good to bring it down zero. So the ice must be a little bit smelting. Okay. By hand. This is all the answer.